Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Phasmo. Wir sind im wunderschönen Tanglewood Street House. Wir sollen, und dann guck, wir sollen den Geist dazu bringen, eine Kerze auszupusten. Er hat wohl Geburtstag, ne? Danach kriegt er ihr salzenen Kuchen und latscht hoffentlich rein. Und als viertes sollen wir dann gucken, wie happy er ist, ne? Mit Hilfe von der EMF-Reader. Ja, dann machen wir das mal. Wenn ich jetzt ehrlich bin, will ich da eigentlich gar nicht rein. Zack, zack. So. Was habe ich denn mitgenommen? Da war ich ja alles mitgenommen, oder? Ja. Jetzt. Schlüssel haben wir. Na, dann gehen wir mal los. Gucken, was das wird heute hier. Na, die steht gleich wieder hier vorne. Nein, macht sie nicht. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Erst mal Lichter. Ja. Wo, da? Finde ich ja schon äußerst interessant, echt. Geist vielleicht. Mach ich denn hier die? Machen wir hier erstmal Licht an. Ja, wie ihr hört, wäre ich tatkräftig. Wie ihr hört, werde ich tatkräftig unterstützt. Boah, Alter, jetzt bin ich auch zusammengezuckt. Werde ich tatkräftig unterstützt von meiner Tochter. Warte mir gerade die Acht. Hier. Bist du hier, in dem Flur? Und du bist hier hinten drin. Ne, ich sehe ein Stückchen Flur, würde ich sagen, ne? Kann ich die nicht veralbern? Ja, hier ist er, ne? Oder? Ja, ich würde sagen, diese Runde nicht so. Dann nehmen wir das mal so an. Lassen wir hier hin. Hol mal Kamera und den ganzen Kram. Es tut mir leid, wenn ich mein Töchterchen. Die hat gerade richtig Spaß in ihrer Schaukel. So, ich brauche ja eine leere Hand. Vergesse ich eben ab und zu mal. Und die hat das Licht ausgemacht. Das ist ja voll cool. Ich bin mal gespannt, was mit der Kamera passiert, wenn die Tür zumacht. Ah, wir haben ihn noch gar nicht geguckt, wie der, oh, also das, wenn der so hängt, ne, das ist ja auch nicht schön.
Haben wir geguckt, wie der Geist heißt, ne? Wir müssen schnell nach. Aus, mach mal eine Minute. Weil das können wir nicht mal schnell ins Buch. EMF. Ja, Mäusekind. Ja, du hast Spaß, hä? Soll ich mal hier hin? Das Buch. Ja, was weiß ich. Soll ich mal hier hin? Schreib in das Buch. Ja, aber guck dir das mal an, ich gehe da gleich hin, rein, ich könnte vergessen. Ich bin schon bei 86. Kreuz nehmen wir mal noch mit, das schmeißen wir gleich mal hier vorne hin. Direkt hier so. In den F haben wir drin. Gucken wir mal nach Götz, ne? So, Licht war ja aus. Ich hoffe, dass sie davon ist, auch davon überhaupt sehr viel Aktivität. Also, ich weiß nicht. Jetzt macht sie gar nichts mehr. Aha, gut, gut, gut. Wir haben Dots. Sehr schön. Finde ich sehr schön. Oh, happy ist er schon mal, obwohl sie noch nicht ihre Geburtstagskerze ausgeblasen hat. So. Salz. Kerze. Können wir auch gleich gucken, ob sie mal ins Buch geschrieben hat. So, natürlich nicht. Ja. Ist es oder ist es nicht? Ich weiß ja nicht, ob das genau das gilt, wo man hinguckt. Auch guck mal her, das ist unter 12 Grad. Das könnte eigentlich sein. Außer es sind jetzt Zwillinge. Ja, ich bin so ein richtiger Schisser, ne? Also ich habe jetzt gerade wieder richtig Angst. Weil ich bin da alleine drin. Meine Tochter hat mich verlassen. Ja, ja, so ist das. Hat das Licht angemacht oder was? Was ist denn das gerade? Die Kerze kerzt, ne? Nee, ich will eigentlich. Nee, warte mal. Ich guck mal nach meiner Mummel, wie es meine Mummel geht, ne? Wie viel ich noch da habe. 86 Murmel. Der sollte eigentlich noch gehen, ne? 86 Murmeln. Ich will eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wir rufen alles hier hin.
das sein, dass die überall ist, ey? Das Bild hier sehen wir das dahin. So tief hängt das doch eigentlich gar nicht, ne? Ja, wir haben noch gar nichts. Ich meine, ich habe auch noch nicht viel gemacht. Sag mal so. Aber ich bin eigentlich, ich will auch nicht mehr viel machen. Ja, trotzdem jetzt gerade eh nicht, weil ich hab's Licht angelassen. Ich weiß auch nicht, warum ich noch drauf bin. Oh, die Kerze hat's ausgeboostet. Ach, Salz, Mensch, das Salz habe ich doch ganz vergessen. So, komm her. Bist du schon hier rumgerannt? Dahin. Dahin. Ey, sind hier wirklich noch zwei Ladungen drin? Ne? Scheint so, ne? Eins haben wir noch nie gemacht, mit der Box haben wir noch nicht. Mist, ich dachte, wir hatten alles. Wo ist er denn da? Sie war ja schon hier vorne, ne? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Entsprechend hast du also nicht hier vorne, jedenfalls. Das war schlau. Da haben wir es. Oh, hör auf, nicht so zu erschrecken. Bist du hier? Wo bist du? Wir sind Freunde. Okay. Aber Salz, ja, die waren in meiner Nähe, ne? Also würde ich jetzt behaupten, dass die in meiner Nähe waren. Das zählt als Boxbeweis, oder? Was würdet ihr sagen? Ich hatte überall das Licht aus, oder? Was ist das gemacht haben? Mit dem Flimmerding, da kennt man auch nicht. Ne, hänge nicht. Ach, Gefriertemperatur, ne? Wir waren nah dran, aber hatten wir nicht, ne? Geisterbuch definitiv nicht da vorne. Ups, haben wir nicht. Gurio. Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich hole meine Lampe.
Achso, noch ein Kuchen noch heute. Das schmeißen wir gleich mal da hinten irgendwie hin. Oh, das ist gut. Naja. Schreib in das Buch. Mir ja in welches, Mädchen. Achso, wir haben hier noch gar nicht geguckt, wie die ist, ne? Jetzt ich guck mal, seit die Tür geknallt hat. Natürlich sehen wir das Buch wieder nicht von hier. Warum auch, ne? Ist ja Quatsch. Jetzt ist es halt wieder sehr aktiv da drinnen. Will das Malbuch nicht benutzen. Alles zu, ja. Ich hab keinen Bock, Türen zu öffnen. Dass wir halt mal Fingerabdrücken gucken können. Na gut, wir haben Fingerabdrücke. Das ist doch schon mal was. Das kann ja denn jetzt wirklich nur der Gorio sein, ne? Der Gorio. Tja, da würde ich sagen, wir können noch. Ah, guck da auf. Ah, na gut, ja. Schwupps. Ja, da würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Auftrag erledigt. Gorio. So, hier, packen wir alles wieder schön zurück. Vielleicht geht das immer noch durch den LKW durch. Ah, welches Haus war denn das? Da stand Jasna dran. Und da hat das ja volle Möhre durchgeleuchtet. Fand ich ganz lustig. Ein Gorio. Nur mal so für mich, ich merke es mir eh nicht, aber. Geister, Gorio. Wieso das ist die einzige Möglichkeit. Das. Ja, der wird in ELF haben wir jetzt nicht auf Fingerabdrücke, haben wir jetzt. Ja. Sorry. Aha. Wenn wir hätten anfangs noch ein bisschen suchen können, damit wir vielleicht ein Foto machen können. Aber wir haben alles erledigt hier. Ich bin mir sicher, dass es Gorio ist. Ja, habe ich. Oh, ich habe den noch ja nicht. Ich habe den noch. Oh, das wäre jetzt fast eine Dose hier, ne? Nehmen wir. Ja, ich sag mal, das war ein Geist, der mir gefallen hat. Kutscher, wir gehen. So können die Geister immer sein. Tür auf, da ist er. Tipptopp, gefällt mir. Hat ein Breaker oder Sicherungskasten oder was weiß ich, wie das ist. Da, Guri. hat er gemacht. Ja, das will immer mehr, ne?
17 Minuten. Also reicht für eine Aufnahme. Da stehen 20 Minuten. Guckt ihr euch Edi an, das weiß ich doch. Und wenn ja, dann könnt ihr ja mal reinschreiben. Manni, geiler Typ. Ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns.